Wir haben ja ein relativ schnelles. Was passiert? Was ist das jetzt? Okay, das war echt komisch. Das war echt seltsam. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Assassin's Creed Origins. Ja, während das hier gerade draußen bei mir in Real Life runterhaut wie sonst was in Sachen Schnee und wir bestimmt schon mindestens 10 cm haben, laufen wir hier durch die Wüste und erkunden weiter die Wüste und auch Alexandria. Ich würde eher sagen, dass wir mal hier in diese Richtung gehen, in der Hoffnung, wir finden vielleicht ein Dorf, was für unsere Stufe quasi perfekt ist. Und dass wir auch mal ein paar Missionen machen können, die quasi so ein bisschen weiterbringen. Weil wir müssen unbedingt Stufe 10 erreichen, damit wir in der Hauptquest-Reihe weiterkommen. Wotü. So. Ich weiß jetzt zwar nicht, wie viel Uhr wir haben, aber sieht nach Nachmittag Richtung Abend aus. Vom Stand der Sonne her. Okay, wir sind auch jetzt schon gleich da. Einzige, was wir jetzt ja brauchen, ist ein Aussichtspunkt, wo wir mal vielleicht synchronisieren können. Und dann können wir auch hier so ein bisschen... Der Wind wird stärker. Nicht gut. Oh, das sieht nach einem Sandsturm aus. Quattersenke haben wir entdeckt. Aber das ist ein fetter Sandsturm auf jeden Fall. Vielleicht so ein bisschen. Ah, jetzt haben wir was aufgedeckt hier. Dann gehen wir mal zu dem Fragezeichen hier. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass wir dafür eine richtige, die richtige Stufe haben. Der Nachteil ist auch, ich habe ja schon mal so einen Sandsturm erlebt hier in dem Spiel. Du kannst den nun nicht mehr benutzen, wenn der Sandsturm wirklich da ist. Und die Wachen sehen auch weniger und du siehst dann auch wesentlich weniger. Das ist dann eben der Nachteil. Wow. Kommt immer näher. Aber in 200 Metern sind wir ja da. Nur, ich kann euch wirklich eins sagen. Ich glaube, normal sollte man sich bei einem Sandsturm nicht draußen aufhalten, weil dann der Sand auch, weil man den Sand dann auch einatmen kann, dann quasi auch erstickt. Also man... Ich hoffe, Seno ist in Sicherheit. Ja, jetzt kann man auch Seno nicht mehr verwenden. Da gehen wir jetzt mal hin, hier unten. Ach du Scheiße. Boah. Ich glaube, das sind auch so random Events eben, die es dann hier gibt, wenn man hier rumläuft. Ach, das war's schon. Wow, das ging aber schnell. Oder? Anscheinend ist hier keiner bei der Oase. Seltsam. Ah, doch, doch, doch. Da hinten ist ein Lager. Hyänen. Jetzt haben wir ein Problem. Kommt her! Oh Gott, nein, nein, die haben High-End-Level, da gehen wir nicht hin.
Das ist mir dann doch zu risky, wenn die, wenn das Level von denen zu hoch ist. Dann hauen wir gleich wieder ab. In 300 Metern entfernt ist, soweit ich weiß, noch was, wenn das nicht schon wieder, ja, ein, quasi so eine High-Level, so eine High-Level-Festung ist, weil da muss man auch immer so ein bisschen gucken, dass man eben auch, quasi was macht, was auch für sein Level gut ist. Das Dumme ist aber halt wirklich, dann hätten sie auch am besten die Gebiete mal so beschildern können, auf der Karte, dann, damit man weiß, okay, das Gebiet ist für die Stufe geeignet und das Gebiet ist für eine andere Stufe geeignet, weil das weiß man einfach im Moment noch nicht. Weil man irrt hier einfach nur durch die Gegend, sieht, oh Gott, der Gegner ist stärker, da gehe ich nicht hin, ne? Und ja, ist arg umständlich und da die Karte ja schon relativ groß ist, ist es dann auch schwer, eben sich dann zurechtzufinden. Meiner Meinung nach hätte man das auch besser so lösen können mit dieser, ja, quasi eine Ansicht, dass man auch sehen kann, für welche Stufe das Gebiet geeignet ist und so weiter. Ja, so. Es ist ein Steinkreis. Okay. Dann gucken wir mal woanders. Da waren wir eben. Hier hinten. Ach, waren wir da noch nicht? Dann gehen wir mal zu dem Aussichtspunkt da hinten. Und dann tun wir den erstmal freischalten. Wir haben ja ein relativ schnelles. Was passiert? Was ist das jetzt? Wow. Okay, das war echt komisch. Das war echt seltsam. Oh nein. Hä, was ist das? Das ist ein... Hä? Oh. Jetzt ist es weg. Hä, jetzt ist es wieder da. Was ist das? Folgen wir dem mal. Whoa. Weil irgendwie scheint das ja so eine Art... Fata Morgana zu sein oder so. Sagen wir folgen ihm einfach mal, ohne ihm zu nahe zu kommen. Whoa. Ha! Okay, wo ist jetzt diese Erscheinung hin? Die ist hier verschwunden. Da! Da ist sie. Was willst du uns zeigen? Ich glaube, unser Pferd will nicht mehr weiter hoch. Nee, wir müssen absteigen. Wo sind die Erscheinungen jetzt hin?
Die Erscheinung ist weg. Ein Sturm. Ach nö, kein Sturm. Egal, dann gehen wir erstmal weiter. Aber ich habe jetzt der Erscheinung gefolgt, aber irgendwie habe ich jetzt hier nichts gefunden. Jetzt habe ich schon wieder was. Da hinten sind Pyramiden. Okay. Wir klettern hier lieber runter, wenn wir uns, wenn wir da jetzt wirklich. Was ist das? Ach du Scheiße. Ne, danke, das kannst du vergessen. Ich hab noch nicht die richtige Stufe dafür. Wow. Und dann reiten wir mal diese 1,4 Kilometer weiter. Aber das mit der Erscheinung war recht seltsam. Ich glaube, dass da irgendwas versteckt ist. Ist da irgendwas von der Karte markiert? Nee. Auf jeden Fall war da eine Erscheinung. Die ist irgendwo ganz gezielt hingelaufen, hatte ich den Eindruck gehabt. Als ob da irgendwas versteckt ist oder so. Also, ist auf jeden Fall echt spannend. Ich werde auf jeden Fall mal vorbeischauen, Leute. Also, wenn, wie gesagt, merkt euch mal, das ist Quad Tatara Depression. Da haben wir diese Erscheinung gesehen. Irgendwas ist da auf jeden Fall. Aber ich habe die Erscheinung jetzt verloren und auch nicht mehr mit Senu gefunden. Also irgendwas muss da in den Steinen versteckt sein. Ob es vielleicht ein mögliches Easter Egg ist oder ob da vielleicht wirklich was versteckt ist, das weiß ich nicht. Nomos emendet. Oh. Okay. In 800 Meter sind wir erstmal an dem Aussichtspunkt und da werde ich dann erstmal hochklettern, dass wir mal synchronisieren können, was hier alles in der Nähe ist. Vielleicht decken wir damit auch was auf, was auch dann Hinweise auf diese, ja, komischen Erscheinungen geben kann, die wir hier vorhin beim Reiten gesehen haben. Beim Reisen besser gesagt. In 400 Metern sind wir da. Sehr schön. Gut. Oh, schon wieder eine Erscheinung. Ist das? Wow. Die Erscheinung will, dass wir. Moment mal. Die Erscheinung zeigt auf irgendwas oder will, dass wir der folgen. Oh. Jetzt ist er auch verschwunden. Ich würde sagen, wir. Wow. Was? Ja. Ich würde sagen, wir decken erstmal das Gebiet auf. Oh. Alles klar. Gut, dann decken wir das Gebiet mal auf. Hmm.
So. Okay, wir haben die Synchronisation beendet. Dann ab in die Palmblätter. Ist klar. Gut, wir haben hier den Punkt freigeschaltet. Hier ist auch irgendwas. Räche, Flitze, Kacke. Finde und töte den oder die Schuldigen. Dann haben wir hier die Erscheinungen gesehen. Hier, da wir hier ja quasi hingeworfen wurden, könnte es gut möglich sein, dass wir hier auch mal auf irgendwas treffen, was wir quasi machen können mit unserer Stufe. Weil wir wollen ja auch irgendwie mal auf dieses Level kommen. Sind das Leute? Schon wieder. Was ist das? Ach, das ist ein Steinkreis. Whoa. Ja, aber den Steinkreis machen wir ein anderes Mal. Ich will dann mal gucken, was hier ist. Also, ich habe gerade einen richtigen Erforschungsdrang. Das muss man echt mal sagen. Oh. Gucken wir mal, was ist das hier? Ja, das ist für unsere Stufe geeignet. Das könnten wir echt mal machen. Ach, hier oben, da oben steht noch einer. Zwei stehen da oben. Hier steht einer. Stufe 6. Und da, Stufe 8. Und dann springen wir mal ab. Eremos Versteck. Dieser Ort wird schwer bewacht. Was war das jetzt? Alles klar. Was? Du hast mich nicht gesehen. Oh. Hey, was? Hab ich dich! Stirb, du Sau! Oh, nö. Oh, einmal mit dem Schild eine gehauen, dann geht alles besser, ne? Oh, nee. Aber ich muss mich erstmal regenerieren. Sehr gut. Ich will doch nur diese Kiste blinder nicht draufsteigen. So. Ein Sichelschwert. Okay.
Bronze war hier. Gut, dann weiter geht's. Wir haben, soweit ich weiß, einen Schatz haben wir geplündert. Jetzt müssen wir hier den Hauptmann da oben töten. Gute Nacht. Gut, den Hauptmann haben wir auch jetzt flachgelegt. Flachgelegt. und dann können wir direkt hier weitergehen. So, in diese Richtung. Ich würde sagen, ich mache mal kurz hier das vertikale Synchronisation mache ich mal eben aus. Das nervt nämlich ein bisschen. So, jetzt können wir es. Jetzt perfekt. Ich will nicht auf die Straße. So, jetzt. Oh. Naja, jetzt sind wir, würde ich sagen, schon in einer etwas größeren Stadt da hinten. Yamu, Heimat meines alten Freundes Minet. Er wird im Tempel sein. Da ist er immer. Oh. Ja. Trifft den Priester Menehet am Tempel der Sachmet in Yamu. Ich werde jetzt noch auf den Turm steigen und dann würde ich sagen, machen wir einen Cut rein für diese Folge. Oh. Ah, das Game ist noch nicht ganz performant optimiert, also ich merke immer wieder, dass es hier einige Ruckler gibt, egal was ich an den Grafikeinstellungen mache, an meinem PC liegt es auf keinen Fall. Aber ich habe schon gelesen, dass sehr viele hier immer noch Probleme mit dem Spiel haben, performancemäßig. Naja, aber man kann ja nichts machen, ich will ungern das Let's Play jetzt hier an den Nagel hängen, aber es ist trotz allem noch ziemlich nervig, aber kann man nichts machen. Gut, dann einmal auf den Turm gehen, dann können wir hier auch dann spawnen, quasi, wenn wir hier den Punkt freigeschaltet haben. Neuer Ort entdeckt. Hypostilhalle, so. Hätte denn hier mal eine Statue hoch. Gut, dann synchronisieren wir mal. Gut, und mit diesem Sprung beenden wir diese Folge. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. War mal ein bisschen mehr, ging ein bisschen mehr in diese Mystery-Richtung mit den Erscheinungen. Aber ich hoffe natürlich, dass ihr später noch dabei seid, wenn es weitergeht mit Assassin's Creed. Und ich hoffe natürlich, dass euch das Video so gut gefallen hat, dass ihr ein Like da lasst, vielleicht einen Kommentar oder auch ein Abo da lasst eben. Wie gesagt, macht's gut, bis zur nächsten Folge und ich bedanke mich, wenn ihr diese Folge hier bis zum Ende geschaut habt. Macht's gut, tschüss!